Die Fans auf den Tribünen warten schon darauf, die schnellsten Fahrer der Welt um den Sieg kämpfen zu sehen. Es ist Zeit für den großen Preis von Mexiko. Die Ingenieure checken noch ein letztes Mal die Boliden, also sehen wir uns die Startaufstellung für das Rennen an. Hallo Formel 1 Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen hier zum großen Preis von Mexiko, gemeinsam mit dem Even. Grüß dich. Grüß dich. Wir stehen hier schon ordentlich in der Startaufstellung. Wir haben uns schon ein bisschen was überlegt, nämlich so eine kleine Rennstrategie, was wir denn heute machen, weil wir haben ja gesehen, ey, wie viele Boxenstopps wollen die machen? Ich glaube, weil er Park Fermé ausgestellt hat, könnten wir auch einfach Dauert nur Primes Options fahren dreimal. Och nee. Das heißt, man könnte jetzt auch ohne hart zu fahren durchfahren, theoretisch. Ja, deswegen schlägt er mir auch jetzt drei Stops mit Options vor. Aber vielleicht funktioniert. Man kann ja vielleicht einen Stop versuchen. Und selbst wenn das nicht funktioniert, kann man ja immer noch zwei Stops mit zweimal weichen. Aber willst du denn da reinfahren? Wir haben insgesamt 34 Runden vor uns. Da müssten ja die ersten Options bis mindestens Runde 12 halten. Kommt drauf an. Mal sehen. Aber das ist jetzt zumindest. Also, glaub, wer das jetzt nicht ausnutzt. Oder meinst du trotzdem, dass hier einige auf Primes gehen? Weil das ist jetzt ja eine Einladung zum Schummeln. Kannst du sagen, ja, was das du war, aber glaube ich auch in Japan so. Ja, hoffentlich, fairerweise macht es hoffentlich jeder mit hart. Weil ich verstehe auch nicht, warum wir Park Fermé dann. Wahrscheinlich um die Setups zu testen. Ja, weil wir uns halt im Training nicht absprechen können. Weißt du, ja, aber das ist halt jetzt. Das ist Mokes. Ja, okay. Also sehen wir mal zu, fahren wir halt Runde 12, 13 ungefähr rein, schon unsere Options und fahren dann auf Primes durch. Ja, mal gucken, wie die Options gehen, ja. Wie gesagt, wenn man zwei Stop macht, dann macht man halt Option, Hard Option oder so. Oder ja. Das funktioniert auch. Ich werde zumindest dann gleich, wenn ich meine freie Runde dann habe, schon mal die Reifen umstellen. Bin ja mal gespannt. Gut, auf jeden Fall, ja, drückt uns die Däumchen. Wir haben ein bisschen Taktik, aber ihr habt es auch schon gesehen, wir haben ein bisschen mit Schwierigkeiten zu kämpfen hier. Der Bernie, der hat ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. Der hat einfach mal ein paar Regeln abgeschalten. Gut, die beiden Post-Indias müssen ja so oder so mit hart starten. Obwohl, die müssen mit hart starten, die können ja jetzt auch auf weich gehen. Das geht ja aber auch. Ich kann nicht auf hart gehen. Ich hab's gerade schon probiert. Das ist totaler Murks. Was ist denn das? Das geht nicht. Also, ich probiere mal, ob ich Intermediates drauf... Nee, ich kann gar nichts wechseln oben. Also, die zwei Post-India, die starten auf jeden Fall auf harten Reifen, ja. Es geht wirklich los. Also es geht wirklich los. Ja, okay. Die haben beide hart. Gut, Even, ne? Ich wünsche dir viel Glück, viel Spaß. Gleichfalls. Ich denke mal, erste Kurve ein bisschen raushalten und dann einfach dranhängen und gib ihm. Kriegen wir hin, oder? Hoffentlich. Hoffentlich, auf geht's. Dann glauben. Ich drück auch mal Go hier. Schauen wir mal. Bei mir im LP war jetzt einmal beim Start der Gang nicht drin. Ja, das ist, tritt's einfach ins Leere, weißt du, bist du gewohnt, dass du so ein bisschen dosierst und dann... Oh, jetzt geht's los. Also lass krachen. Wir haben alle keine Top-Speed. Ja, ja. Vorsicht, bin in. Oh, direkt auf Platz 3. Oh. Hinter mir hat's gekracht. Hat die Topspeed sich richtig bezahlt gemacht. Ja. Gut, hier wird fleißig die gesamte Strecke mitgenommen vor mir. Hinter mir auch. Ich habe extremes Rutschen im Auto. Ich muss irgendwie ran.
Denk dran, Reifen umzustellen, ne? Ja, stimmt. So, jetzt sind wir gerade zu viert nebeneinander. Ich bin jetzt bloß noch Zehnter. Mich haben gerade drei auf der Geraden gekrallt. Gut, Mackie hat, wie es aussieht, einen Forster Creeper abgeschossen. Ich habe fast den Viper abgeschossen, aber ich habe zum Glück nur selber Zeit verloren. Aber was bremst der? Weil vorhin war keiner, deswegen habe ich den normalen Bremspunkt genommen. Ich war ja auch mindestens so eine halbe Sekunde hinter ihm. Ist aber auch ein bisschen laggy, muss ich sagen. Ja, das finde ich auch, weil wenn ich nach hinten gucke, dann wird mir, weiß nicht, mal eine Sekunde mehr, mal eine Sekunde weniger. Ist nicht ganz so stabil. Wie auf Suzuka noch. Oh, also du kriegst Strafen eher. Ich habe gerade eine Verwarnung bekommen. Ich glaube, Mackie ist schneller, als wie er gezeigt hat im Training. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Gut, der ist jetzt aktiv. Aufpassen. Marvin ist jetzt direkt hinter mir. Es beruhigt sich jetzt gerade alles ein bisschen. Okay, also im Rennen ist es deutlich härter, was Abkürzen angeht, als im Qualifying noch. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Der Ray hier. Wenn der vorn davon fahren kann. Nein! Ich habe meinen Flügel kaputt gefahren. Ach man. Der Frontflügel ist schwer. Der Programm, der kommt jetzt mit DRS nicht vorbei. Ich gehe jetzt direkt auf harte Reifen, okay? Ja. Ich mache dann halt den letzten Stint nochmal auf Options. Anders geht's nicht. Scheiße, ey. Aber Forza Creeper muss auch eingeschlagen sein. Ich bin nicht letzter, ich bin immer noch vorletzter. Bin jetzt wieder auf dem Weg nach draußen. Forza Creeper kommt auch in die Box. Also dem muss es auch zerbrezelt haben. Aktuell sagt die Box, ich soll gar nicht reinkommen. Ich fahr durch, alles klar. Komplett durchfahren? Ich weiß nicht, ob die Reifen hochgehen. Ja. Probieren. Boah, ich habe eine Riesenschlange. Ich bin wahrscheinlich gleich wieder Sechster oder so. Ich bin so langsam, warum auch immer. Was denn? Boah, wir sind gerade zum Stadion hin in die Kurve und der Bubi. Ich glaube, einige fahren hier, was Abtrieb geht, nochmal eine ganze Ecke aggressiver. Der hat uns beide fast abgeräumt, das war ganz, ganz knapp. Boah, ich war 3 Sekunden langsamer als Viper, das ist... 3 Sekunden? Ich verstehe es selber nicht, also... Ey, Mann, hör auf zu schieben! Das ist total nervig mit den Lags. Beim Bremsen sind sie direkt hinten im Heck, wenn ich nach hinten gucke, mit bestimmt 2 Sekunden Abstand. Ja. Da weißt du nie, wo der andere wirklich ist. Genau. Denk dran, ab und zu mal Fett reinzuhauen, dass die Karre leichter wird. Auf den Geraden immer, um zu verteidigen. Das Gute ist halt, ich bin auf der Geraden genauso schnell wie die mit DRS. Das heißt, naja. Da benutze ich dann immer mein Fett.
Also ich fahre jetzt einfach so lange, bis die Reifen aufgeben hier. Ja, ich weiß es auch. Aber ich glaube, auf den Kurs wird echt Abkürzen sowas extrem belohnt. Bisher sehen die Reifen noch sehr, sehr gut aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt in Runde 6 alle reingehen. Oh. Ja. Ich habe keine andere Chance, ich glaube, sonst bin ich Platz 5 oder 6 am Ende. Ja, da sind jetzt schon welche reingefahren. Echt jetzt? Ja, die alle reingefahren hinter mir. Aber ich fahre sogar immer schneller. Gerade von meiner. Das Problem ist halt, dass man jetzt nicht weiß, ob die jetzt alle auf Options durchballern, aber selbst dann müssen sie ordentlich was rausfahren. Ja. Also noch sind sie leicht orange, das ist ja nicht mal dunkel orange. Ich komme bis Runde 10 oder 11. Ja, ich fahre extrem vorsichtig, um meine Reifen so lang wie möglich zu schonen. Oh, das untersteuert so in der letzten Runde. Es wird richtig schlimm mit der Zeit. Ich habe gerade auf irgendjemanden aufgeholt hier. Sieben Sekunden Rückstand von Mackie. Von ehemals Pan 30, also der war auch schon mal drin. Oh, die Zeiten gehen in den Keller, aber ich versuch's. Muss ich sagen, die Reifen nicht hochgehen? Ja, wir sind jetzt beide in der Box, das heißt, ich bin jetzt vor denen. Viel Spaß beim Vorbeifahren. Ja, nerv mich nicht. Eine Sekunde auf Mackie aufgeholt. Also wenn der nicht auf Harten unterwegs ist, dann wird's lustig. Bist du immer noch Zehnter oder bist du jetzt schon weiter vorne? Zehnter, naja. Okay. Ich probiere meine Reifen extrem vorsichtig zu behandeln. Ja, ich rutsche schon so rum, aber ich versuche alles. Ich Ja, 22, also, 9, auf jeden Fall sind unsere Motoren extrem sparsam. Das ist doch nicht zu glauben. Was denn? Im ersten und zweiten Sektor verliere ich 3 Zehntel auf Ray und im letzten 2,5. Ich meine, klar fahre ich nicht mehr so schnell wie am Anfang, aber das ist doch nicht normal. Und im letzten Sektor sind halt auch die meisten Kurven, ne? Aber ich fahre ja trotzdem nicht viel langsamer als meine Zeiten, die ich vorher gefahren bin, deswegen. Auch seine Reifen geben da.
Wieder eine Sekunde auf den Mackie aufgeholt, nur noch 5 jetzt hinter ihm. Und dann werde ich mal gucken, was er auf der Reifenflanke draufstehen hat. Oh, Ray, hör was auf. Ich werde ihn natürlich jetzt ganz schön blockieren. Ich war so langsam. Der wird sich auch denken, was für ein Verrückter. Ne? Du bist immer noch auf deinen Options unterwegs, oder? Ja. Okay. Aber ich fahre extrem langsam, aber die Runde, 10. Runde wollte ich jetzt schon. Also im zweiten Sektor verliere ich massig, aber das hole ich alles im dritten wieder raus. Oh, und ich will alles im dritten. Na perfekt, schmeißen wir unsere Zeiten mal zusammen. Gucken, was dabei rumkommt. Gut, Mackie hat wieder ein paar Zehntel draufgepackt. Aber ist egal, ich fahre einfach und mal gucken, was bei rumkommt. Ich würde eigentlich gerne weiterfahren, aber der ist rot, der platzt gleich, ich muss das sein. Ah. Du wirst lachen, meine sind jetzt auch schon. Also vor allem von links, der ist schon dunkelgelb. Ja, ich bin im roten, also der platzt gleich, ich fahre gerade sehr langsam. Mehr als 10 Runden gehen leider nicht. Ja, kein Risiko eingehen mit dem kaputten Reifen. Nee, ich bin jetzt drin. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt auf Platz 6 oder 7 rauskomme. Ich werde so oder so wäre ich nur 6er geworden. Die waren alle direkt hinter mir. Ich war so langsam. Obwohl, bisher sieht's gut aus. Dafür, dass ich so lange draußen war, bin ich eigentlich direkt hinter Pace Gamer und Marvin und bin auf Platz 5. Also. Ich denke mal schon, dass die Leute hier fair fahren. Und jeder auch mal die Harten drauf macht. Boah, die kalten Reifen. Schön zwei Verwarnungen in den Fahrt reingekriegt. Okay, beim nächsten Stop bekommst du Options. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 2 Runden. 2 Runden. Gut, die wollen mich in 2 Runden wieder reinholen. Ich bleib mal so lange, wie es geht, draußen. Das ist halt die Frage, frage ich jetzt nochmal hart oder fahre ich so noch weich? Aber, Kommt drauf an, wie lange du, wenn du jetzt reingehst in die Box, ne? Eine gute Frage, ja. Die müssen ja dann ewig durchhalten. Eben. Also würde ich sagen, harte und zum Schluss nochmal weich vielleicht. Platz 3 ist doch noch drin, die bauen. Irgendwie sind sie im zweiten Stint nicht so schnell wie im ersten. Alter, ich war die ganze Zeit auf Fett. Oh. Ja, da passiert aber nichts. Die Karre verbraucht so wenig. Ich würde jetzt mal eigentlich alles für die letzten Runden irgendwie aufsparen. Bis pro Runde etwa eine Sekunde schneller als dein Vordermann. Mach weiter so. Bin immer noch voll im Plusbereich. Ich fahre wie es aus dem mittleren Sektor so niedrige Drehzahlen, dass ich da so viel spare, dass ich auf der Geraden volle Hütte geben kann. 4 Sekunden von Mackie noch entfernt. Ist direkt vor Mackie auch jemand oder? Wie bitte? Ist direkt vor Mackie auch jemand oder ist da jetzt nichts? Weiß ich nicht, sehe ich noch nicht. Achso, ja, ich glaube, auf der Geraden. Nee, ich glaube, vor Mackie ist dann wieder eine größere Lücke. Ja. So, Boxenvogel meint, meine Reifen geben langsam auf. Ja, Programs und Pace Games auch. Ich habe mir auch gleich direkt weich drauf genommen. Ich war gerade in der Box, jetzt fahren sie schon zu ihrem zweiten. Vielleicht geht die Taktik wirklich auf, du.
Ja, also ich bin überrascht. Ich habe ja überhaupt, ich bin 25er Zeiten gefahren und bin nur 3 Sekunden hinter denen rausgekommen. Gott, jetzt fahre ich auch eine Pisse zusammen. Ich gehe nochmal auf Primes. Ich mache zum Schluss Options drauf. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass die 24 Runden halten. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich bin jetzt in Runde 13. Ich habe meine relativ früh drauf gemacht. Also 10 Runden vielleicht. Nee. Die 10 Runden haben die Weichen schon bei mir gehalten. Na, wahrscheinlich war ich am Ende nochmal weich. Komm, Pace Gamer, geh in die Box und gib mir DRS. Geh nicht in die Box. Oder war der noch nicht in der Box? Ach, ich glaube, der war auch noch nicht in der, oder? Okay, meine Leute wollen mich jetzt reinholen. Dann mache ich nochmal harter drauf und fahr zum Schluss nur noch weich. Kenny ist gerade an mir vorbei. Hä? Jetzt ist er wieder hinter mir? What the fuck? Ah! Ken musste bremsen, weil er mich neben der Strecke, wie es aussieht, überholt hat. Spiel jetzt in der Box. Zweiter Mal harte drauf und dann fahre ich zum den letzten Stint weicher und fertig. Das muss dann reichen. Aber du hattest doch schon harte drauf. Oh ja, das ist doof. 10 Runden wirst du nicht schaffen. Ja, aber wenn ich jetzt weiche drauf mache in Runde 14, dann muss ich ja noch zweimal rein. Ja, aber ich hatte gedacht, sonst würdest du dich nochmal jetzt weich und das nächste Mal weich, aber das 20 Runden sind dann, glaube ich, zu viel. Also jetzt 10 Runden mit ihm. Oh, Pace Game hat eine Zeitstrafe angeblich. Ray hat mich soeben überrundet. Er ist in der Box, glaube ich. Oder es war ja in der Box. Doch nicht, dann spinnt die Anzeige. Der Ray fährt heute echt in der eigenen Liga. Ja, ich will irgendwie versuchen, Dritter zu werden. Ich glaube, dann halte ich die Führung in der WM. Aber ich glaube, Ray ist Fünfter geworden. Das heißt, ich müsste mindestens Fünfter werden. Jetzt taktiere ich los. Das ist ein Kurs. Also hier wird es extrem belohnt abzukürzen. Ja, ich mag solche Kurse überhaupt nicht. Vor allem, das ist so krampfhaft hier rumzufahren. Geil, wie er auf der Geraden trotz der DRS nicht rankommt. Williams eben, wie in echt. Headray weich, hast du das gesehen? Oder? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Weil ich wohl die. Ich würde sagen, ich fahre mal schnell ran, aber. Ich denke mal, die fahren hart, glaube ich. Oder obwohl. Nee, dann würden sie jetzt schon ihre 7. oder 8. Runde auf weich. Viper konnte ich auch nicht sehen. Dann Viper hole ich nämlich auch auf. Ich glaube eher, die haben hart. Viper hat gelb. Gelbe Flanken. Gelb. Also Options. Aber die sind ziemlich runtergefahren. Ich komme mit harten Reifen. Ja. Im Stadion sogar wieder ein bisschen ran. Extrem langsam. Das ist, glaube ich, ihre 8. oder 9. Runde.
haben sich wahrscheinlich gewundert, dass ich auch so lange fahren konnte. Ich probiere mich gerade am Viper-Battle dran zu hängen. Da wäre ich nämlich auch selber bitte schneller. Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand einer Reifen. Ich glaube, bei Marvin hat auch geknallt wieder, oder? Weiß ich nicht. Er ist so weit hinter mir. Einmal. Wäre ich ja rausgerutscht oder so. Also der einzige Bereich, wo ich massiv verliere, das sind die SS. Da komme ich Viper überhaupt nicht hinterher. Na, ich leider wieder im letzten Sektor. Ich glaube, die versuchen tatsächlich weich hart zu fahren. Pass auf, es sind zwei Stops. Ja. Und wären sie schon längst in der Box, die quälen sich doch keine 19 Runden mit den Reifen. Gut, Mackie ist auf Weiche unterwegs, er ist eine Sekunde schneller. Aber dafür holt Forza Creeper jetzt auf, der ist, denke ich mal, auch wieder auf Weiche unterwegs. Sag mal, die können gar nicht weich haben. Die wären jetzt schon in der 11. Runde. Man sieht's halt nicht, ne? Eben, die müssen hart. Aber selbst denn, die sind schon wieder auf den Hatten nicht so schnell. Ah, ich wollte doch die 2-Stop direkt fahren. Ja, aber so lange halten die Reifen doch gar nicht. Die hatten doch. Nee, mich hat's gewundert, weil mit den Weichen hatte ich 10 Runden drauf und bin in der 9. und 10. Runde schon 25er Zeiten gefahren. Und jetzt, wenn ich so auf die Zeiten gucke, die fahren bestimmt noch 21, 22. Also Viper ist mir noch nicht davon gefahren. Die fahren auch gar nicht so schnell. Also ich denke mal, wenn der hart hat, die waren auch in Japan alle nicht auf den harten so. Gut, Viper ist drin. Okay, der fährt doch 3 Stop. Da hat er ja schon hart drauf gehabt, das heißt... fährt niemals nochmal so lange. Da ist direkt jemand von mir rausgekommen. Ich glaube, das ist das Ray oder Spoon? Also wenn, dann muss es einer sein, der mich schon überrundet hat. Das kann aber bloß nur Ray sein. Ja. Aber die gehen ja noch zweimal an die, nochmal an die Box. Das heißt, es dranbleiben irgendwie. Weil irgendwie. Jetzt hätte ich meine Chance vielleicht noch. Die SSA, die brechen mir so das Genick. Ich finde da keine Linie durch. Also keine saubere Linie, sagen wir mal so. Gott, ey, Alter, mein Auto lenkt nicht mehr. Ich fahre eine absolute Scheiße zusammen. Da steht immer noch einer in der Box, was ist denn da los? Cookie war in der Box. Oh, im letzten Sektor wieder. Das ist doch nicht zu glauben, dass ich im letzten Sektor 2 Sekunden verliere. Das ist... ja, so viele Scheiße fährst du da auch nicht zusammen. Eben, ich verstehe es halt nicht, dass ich bis zum Mittelsektor so 2/10 auf Ray verliere und im letzten dann 2 Sekunden. Das ist doch total... das ist so, als würdest du eine Kurve zu viel fahren. Ja, genau. Der gibt für mich überhaupt keinen Sinn.
Jetzt habe ich fast eine Wand im Stadion reingefahren. Oh nee, Gugi nicht. Oh, der will sich zurückrunden. Ne, sowas. Oh, ein Ball auf einmal wieder direkt hinter mir. Mann, dieses Gelenke immer. Der fällt mir viel zu dicht auf. Der schießt mich gleich ab, ich sehe es. Ray 1.18, neue schnellste Runde, krank. Aber auch hinter mir, Forza Creeper rundet sich jetzt auch gerade zurück auf der Geraden. Das Problem ist, wenn sie sich wenigstens absetzen würden, aber meistens sitzen sie die ganze Zeit vor dir und du kannst... Ey! Abgeschossen? Ja, hätte ich mir... Ich bin direkt neben ihm und er zieht mich einfach direkt in die Wand rein, ne? Ey! Das hätte ich jetzt nicht abgebremst, ne? Jetzt gekracht? Richtig, ich war schon in der Wand drin. Boah, ich habe jetzt richtig viel Zeit verloren. Ach, das ist halt immer das Doofe am Zurückrunden. Das, gut, angeblich fährt er hinter mir auf Mager. Kann mir fast nicht vorstellen, ich war die ganze Zeit immer noch auf Fett. Aber ich kann es nicht umsetzen. Ich würde schon gerne bis Runde 25 fahren, dann kann ich nochmal weich raufhauen. Ist ja nicht mehr lang. Ja, aber die bauen schon ziemlich ab. Aber ich erwarte mal die beiden auch in Runde 25, 26. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Okay, dein Hintermann holt dich um 15 pro Runde. Ja, meine Reifen geben jetzt schon wieder auf. Also ich weiß nicht, ich fahre total eckig, wie es aussieht dann. Ich glaube, Mackie hat sich gedreht. Den hänge ich jetzt schon fast im Getriebe. Also bitte übertrieben. Langes Getriebe. Nach Indie, komm. Ja, Viper hat mich zwar jetzt bekommen, aber das Ziel war ein Podest und das sieht bisher ziemlich gut aus. Ich krieg die Kurven nicht mehr, ey. Das ist so furchtbar. Aber ich will jetzt nicht zweimal auf weich wechseln. Ey, ich krieg die Kurven nicht mehr. Ich muss rein. Ich glaube, Forza Creeper ist gerade nur am Kotzen. Ja gut, aber das Zurückrunden ist halt immer so eine Sache, ne? Oh, was für ein Scheißrennen, ey. Kannst du aber laut sagen. Was krieg ich jetzt für Reifen drauf? Oh, gelbe und rund, diesmal schön. Das ist schon doof für 11 Runden, ne? Ich bin aktuell letzter. Oh nein. Ja, ich sehe kein Land auf dem Kurs. Ja, ich bin genauso wie du. Ich... Liegt uns nicht die Strecke. Ich bin sogar gewagt zu sagen, dass die neben Russland, glaube ich, auch die schlimmste sein wird für mich. Russland? Habe ich aus dem LP jetzt aufgenommen. Komme ich übelst gut zurecht. Ich liebe Russland. Oh ne, eine schlimme Strecke. Aber es sind wenigstens nicht so eine eckige Kurven hier. Ich finde ja keinen Rhythmus auf der Strecke. Na, ich auch nicht. Ich fahre auch nicht auf der Strecke. Jetzt schalte ich schon den ersten Gang runter. Jetzt eskaliert es aber komplett hier. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Mann, ey, laber mir nicht die Taschen voll. Seit 5 Runden, du musst jetzt diese runter die Box. Nein, ich will nicht. Also Stadion-Einfahrt, da kürzen alle ab. Du bist gerade kann... Stadion, ne? Ja, ja. Wer ist hinter dir? Direkt hinter dir. Ich krieg keine blauen Flaggen, gar nichts. Ja, aber du bist jetzt, du fährst doch jetzt gerade die letzte Kurve und bist jetzt auf der Stadtziel gerade. Ja. Aber hinter dir ist jemand. Ja, der fährt jetzt in der Box. Wer auch immer das war. Boah, puh. Und dass er viel platziert ist, dann sieht's gut aus. Hey, ich bin Zehnter. Okay. Ja, da waren welche in der Box.
Du wirst lachen, ich bin genau hinter Maggie. Haha, ich hol uns noch einen Punkt. Na gut, du musst nochmal in die Box, ne? Ja, einmal muss ich noch. Einfach versuchen, alles zu geben jetzt. Maggie ist auf harten unterwegs. Ne, der ist auch auf weichen. Jetzt gerade? Oh, naja. 11 Runden sind zu viel. Ach, die ganze Boxenstrategie ist ja echt für die Tonne. Boah, ich hab schon einen Cut gekriegt für nichts. Ich verbremse mich, verliere übel viel Zeit und krieg Cuts. Auch keine Zeitstrafe, oder? Nee, aber wenn man da mal cuttet, dann kriegt man nichts. Dieses Spiel. Ich fahr jetzt aber sehr sauber, weil ich will nicht noch mehr Verwarnungen kriegen. So, nächste Runde an die Box. 9 Runden müssen die 9 halten. Ich meine, die alten haben ja auch 10 Runden gehalten gerade so. Eigentlich kannst du hier, musst nur im Stadion ein bisschen aufpassen. Gerade wegen der Hinterreifen. Na, der vordere, ich finde die Vorderreifen sind das Problem immer. So, ich habe voll im Drehzahlbegrenzer. Was jetzt? Mackie hat sich gedreht, aber ich habe ihn nicht berührt. Vielleicht wegen Lex. Ich meine, vielleicht war es bei Googie auch mit mir, mit, als er mich dann zusammenschlägt. Das wäre jetzt ärgerlich. Also ich habe gesehen, dass er neben mir war. Aber es hat nicht Bumm gemacht oder so. Ja, wahrscheinlich war das bei Googie und mir auch so, dass er bei sich, bei mir, ne? Bei dir war er da, bei ihm dann woanders. Das wäre mehr als ärgerlich. Da kannst du dich ja überhaupt nicht nach irgendwas richten. Ja, das ist das Problem. Das war ja bei mir gerade auch so. In dem so sein sollte. Ich gehe jetzt gleich in die Box. Ich hoffe, ich komme da nicht euch in Quere. Endlich in der Box, ey. Endlich frische Gummis. Vor allem, die beiden sind vorne rot, die Reifen. Echt? Beide rot? Komplett rot. Ich habe gar nicht mitgekriegt. Aber die Zeiten sind gar nicht so eingebrochen wie bei den Weichen. Aber die sind komplett rot. Ich glaube, noch eine Runde, die werden geplatzt. Beide gleichzeitig am besten noch. Ja. Gut, jetzt bin ich drin. Es geht nur um Platz 3 und das sieht bisher ziemlich gut aus. Jetzt wäre es halt schön, mal zu Maggie rüber wechseln und mal fragen, ob ich ihn berührt habe jetzt, ey. Zu viel gecuttet. Was denn jetzt? Er wurde disqualifiziert aus der Session. Wer ist rausgegangen? Na, guck mal, der wurde disqualifiziert. Oh, schön. Ne, nicht schön. Jetzt hast du auf jeden Fall einen Punkt, ja, aber. Das kann ja nur an. Weiß nicht. Ja. Blockieren oder so. Zu viel gecuttet. Muss, weil blockiert hat er wahrscheinlich keinen. Ich weiß nicht, ob er blaue Flaggen vielleicht ignoriert hat. Wer ist denn hinter mir? Aber gut für die Konstrukteurs-WM, also Force India ist schon mal nicht auf 1, 2, 3 und 4. Ja, die beiden, die sind halt auch gleich schnell von der Pace her. Da haben sich zwei gute getroffen hier. Marvin ist zwar direkt hinter mir, aber ich denke mal, der muss nochmal in die Box. Probier durchzufahren. Ich bin jetzt in der Box gewesen. Alles gut. Ich habe jetzt die Weichen drauf und. Ich denke mal, der dritte Platz ist sicher, wenn ich jetzt keinen Murks mehr mache. Warum ist Maggie oder ist es Schwertbier? Ich weiß es nicht. Mein Boxenstopp Heini sagt mir schon wieder, ich soll reinkommen. Na, noch hast du Zeit, oder? Ich bleib einfach draußen. Wer ist denn direkt hinter dir? Forza Creeper. Okay, dann müsste das Maggie von mir sein. Ja, Maggie habe ich ja abgeschossen oder auch nicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, einen Einschlag gab es nicht. Es gab kein Geräusch, überhaupt nichts. Boah, diese Hinterachse. War Mackie davon? Hm? War Mackie das vor dir? Ja.
Wenn ich ganz viel Pech habe, muss ich nochmal rein. Musst du auch. Ich glaube, du bist doch 11 Runden vor Schluss rein. Hast du jetzt die Weichen draufgezogen oder die Haken? Ja, ja, klar. Weiche. Also, ich weiß nicht, also 10 Runden habe ich gerade so geschafft mit den Gebrauchten. Wenn du wirklich 11 fahren musst, wir gucken, was wir schon ins Plattende. Oh, ich bin gerade 4 Sekunden pro Runde schneller oder so. Als Viper. Ich habe halt Forza Kryopilla angebumst. War aber keine Absicht, ich kam mal mit dem mehr zum Stehen. Ist ja in Ordnung, wenn da jetzt nichts passiert. Ich probiere durchzufahren, ich fahre nicht nochmal rein. Die 6 Runden kriege ich schon hin. Ja, wie gesagt, 10 Runden habe ich am Anfang ja auch mit Gebrauchten geschafft, das solltest du schon hinkriegen. Okay. Vor allem, weil ich der Meinung bin, dass Mackie wahrscheinlich reingehen wird. Musste ich halt nur darauf einstellen, dass er wahrscheinlich in 5 Sekunden langsamer fahren muss. Ich meine, zur Not, wenn Mackie aufholen sollte und ich habe ihn wirklich abgeschossen, kann ich ja auch Platz machen. Weil da bin ich ja fair. Weil der dreht sich ja nicht einfach so weg. Schauen wir einfach mal. Okay, Viper war drinnen. Ja, meine Vorderen sind schon wieder orange. Geht ja noch, komm doch an. Das heißt, du musst es wissen, ne? Nicht, dass du damit 2 Platten oder so. Du, einen Punkt krieg ich so oder so. Ist zwar. Du bist gerade 9. Ne? Ja, ja. Sagt Mackie ist gerade auch nicht in der Box. Du bist hinter mir? Genau. Jetzt bumm angeschubst. Ich bin extra schön weit hingefahren, dass wir das allerletzte mit Teamkollegen abschießen. Aus dem Weg. Ja. Oh. Hab ich zwar Zeit nach vorne verloren, aber meine Güte, die krieg ich sowieso nicht mehr. Ja, Verwarnung, Runde abgekürzt. Kurve meine ich. Da baut halt einfach eine Rennstrecke, die man auch bekommt, die Kurven hier. Das ist echt schlimm, das ist so eine Enge auch hier im Stadion. Was soll denn das? Ja, ja. Dass man so eng einlenken muss und dann nochmal so eine Enge, das ist doch... An sich finde ich das Stadion cool, aber dafür, dass sie die alte Kurve rausgenommen haben, die langgezogene... Leider... Ich weiß nicht, was soll ich machen? Soll ich nochmal reingehen oder nicht? Der Mackie ist halt direkt hinter dir. Naja. Ich glaube, das wäre schön doof, wenn ich nochmal reingehe. Ich probiere durchzufahren. Oh. Vorsichtig einfach sein. Ich glaube, das funktioniert schon. Ja, aber so viel mit Vorsicht ist ja nicht, ne? Ich muss schon bitte Gas geben. Ja, aber nicht, dass du jetzt jedes Mal dich für obwohl. Ich glaube, du fährst mit ABS, ne? Da blockieren die Räder ja nicht so viel. Ja, hinten, die sind kein Problem. Das ist nur vorn. Ja, ist bei mir auch. Hinten sehen die aus dem Neu. Vorne sind sie schon gelb. Das ist schön. Und das merkst du halt extrem mit dem S. Das Problem ist halt nur, wenn du da zu weit rauskommst, kriegst du ganz schnell eine Strafe aufgebrummt. Mackie hätte allein im ersten Sektor eine Sekunde aufgeholt oder im zweiten jetzt. Ich krieg die Kurven nicht mehr. Ich kann machen, was ich will. Was soll das denn? Nee, das ist keine Gefahr. Da fährt der Forza Creeper in die Wand in der letzten Kurve, kommt einfach zurück auf die Strecke geschossen, fährt in die Box und ich war aber direkt hinter ihm gewesen. Aber es hat dich geknallt, oder? Nee, ja, aber ich schon wieder nur. Ey, ich musste schon wieder total abbremsen. Kurzes Update, ich bin schon wieder drin. Lustiges Update, Mackie ist auch nochmal reingefahren. Sag ich ja. Ich wusste es, der hat auch Weiche. Ja. Und Forza Creeper ist jetzt vor mir. Naja. Ja. Die Leute, ey. Oh. Forza Creeper hat sich fast vor mir gedreht in der Boxenausfahrt. Ja, so hat es bei mir in der Boxeneinfahrt gemacht. Was ist denn heute los, ey? Eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht
Die Motorleistung fällt schon wieder. Warum denn? Überhaupt kein Schaden am Auto. Ich finde aber, die Reifen halten am Ende des Rennens viel länger als am Anfang. Auch meinst du? So, ich hatte glaube ich schon in Runde 6 oder 7 orange, jetzt habe ich immer noch gelb. Haben leicht die Stupser vom Forza bekommen. Aber ich bin vorn geblieben. Die drei Wilden hier hinten. Ich darf auch nicht vergessen. Ja. Der Ray hat mich ja, glaube ich, ein oder zweimal überrundet. Das heißt, die Runden muss ich ja gar nicht mehr fahren. Zweimal schon, ja. Der einer fährt schon wieder rein. Ja, irgendwas ist ja komplett Banane. Ich habe gerade mal 6 Sekunden auf Sperrtbier verloren, trotz Boxenstopp. Unfall. Na, kann gut sein. Oder sie fahren mit kaputten Reifen und jetzt platzt der vielleicht. Kleiner Powerslide. Das können wir. Wenigstens etwas, ja. Also das Rennen, das vergesse ich mal ganz schnell wieder. Ich hatte viel Glück. Das fällt mir nicht schwer, aber... Solange wir beide Punkte, wieder gut punkten. Ja. Das kann nicht immer gut laufen. Ich meine, es ist halt auch, weil Ray und Pro Game genau die Strecke zum Proben genommen haben. Ich bin so leider in R-Faktor zu viel gefahren letztens, daher... Bisschen doof. Aber ich habe die ganze Zeit gehofft, bitte nicht die Strecke, haben wir sie wenigstens hinter uns schon gebracht? Ja. Neue persönlich schnellste Runde. Wie liegt die bei dir gerade? 1,20,4. Oh! Auch zu viel gecuttet. Was? Du bist raus? Pace Gamer ist raus. Pace ist raus. Wahrscheinlich. Vor allem, das ist aus India. Jetzt machen wir richtig gute Punkte. Ja. Auf die gut. Ich kann es mir nur erklären, zu viel gecuttet. Oder ja. Blaue Flaggen ignoriert, aber das glaube ich nämlich nicht. Ja, zusammengerechnet wird im Ziel. Ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich echt nicht gerechnet. Da steht ja dann, glaube ich, in der Übersicht nochmal drin. Ja. Auch ziemlich viele Verwarnungen, aber. Aber das ist ja wunderbar für die Konstrukteurs-WM. Ja. Oh, letzte Runde für mich. Okay, ich bin gleich in der vorletzten Runde. Ja, du fährst. Genau, du fährst dann noch die vorletzte. Aber ich glaube, zwischen Mackie und Forza Creeper hat es auch nochmal gescherbelt, weil einer von beiden ist nochmal reingefahren. Und es kann bloß Forza Creeper sein, der reingefahren ist, weil Mackie genau hinter mir ist. Welcher Platz bist du denn jetzt gerade? 7. Boah, das ist ja. Hat sich doch vielleicht ausgezahlt, nochmal die neue Reifen zu holen. Ja, zumindest läuft das Ding jetzt deutlich stabiler. Ich hole zwar auch nicht auf Schwertbier auf, aber es ist mir jetzt Wumpe. Die Sache ist letzte ja, Runde. Hast du theoretisch schon Pace Gamer überholt? Hat er dich schon überrundet? Weiß ich gar nicht, du. Weil dadurch würdest du ja auch einen Platz gewinnen. Ration im Ziel. Oh Gott. Naja, also wo er rausgeflogen ist, wurde ich direkt einen Platz nach oben geschoben. Achso. Ja, in den alten Spielen war es immer so, erst wenn du vorbeifährst an der Stelle. Ja, was ja auch realistisch ist im Prinzip. Aber wenn du jetzt 2 Runden zurück bist und er ist gerade in der letzten Runde, dann kann das ja theoretisch gar nicht mehr gehen. Ich fahr jetzt extrem vorsichtig hier, dass ich keine Scheiße mehr zusammenfahre. Ich hab kein Benzin mehr, willst du mich... Ist egal, letzte Kurve. Ja, Platz 3, super. Das ist ja, Glückwunsch! Ist gut. 2x Treppchen. Nee, Platz 5 ist hier nicht. Warum? Platz 1? Und jetzt ich Platz 3? Ich kann Platz 5 nicht angucken, ich bin... Nein, oder... Ich kann
kenne. Oder war Ken schon am Ziel? Hat er auch überrundet? Das kann doch gar nicht. War halt verwirrt, weil ich konnte den vierten und sechsten zugucken, aber den fünften. So, bin auch drüber. Mackie ist auch nochmal auf Weich gegangen. Boah, Alter, ey. Oh, Platz 3 eigentlich. Also, ich bin sehr zufrieden damit. Ja, kannst du auch. Rein konstrukteursmäßig sollte es jetzt eine ganze Ecke besser aussehen. Wir müssten, glaube ich, jetzt auf Platz 1 stehen. Ja, weil Cookie ist rausgeflogen. Ja, wir haben, glaube ich, 15. Ja, wir haben fast. Ray hat trotzdem mehr Punkte geholt, aber. Wir hatten ja vorher schon ein paar Punkte mehr. Genau. Ja. Gott, wie wir im Team denken hier. Das hätte der alte Spritzer. Also Glückwunsch an Ray, falls du das Video sehen solltest. Ja, gut gefahren. Hammerrennen von ihm auf jeden Fall. Ja, Hammerrennen. Also konzentriert, wirklich durchgezogen. Vettel, der heute den Pokal mit der andere Fusionier war aber auch ganz knapp. Alter, guck dir Ken an. 9 Sekunden. 9 Sekunden draufgebrummt bekommen. Gut, Endplatzierung. Ray auf der 1, Viper auf der 2, der Even auf der 3. Progame 4, auch stark von dir gefahren. Ken auf 5, Schwertbier, auch gutes Ergebnis. Auf Platz 6, ich bin... Ja, auf der 7, mal wieder. Der Mackie auf der 8, Forza auf der 9, Pace und Guckmaster ausgeschieden. Und wir gucken auch mal, warum die ausgeschieden sind. Also der Pace Game hat, glaube ich, schon über 20 Verwarnungen in den ersten 20 Runden. Oh Gott, ist der Balken lang. Alter Verwalter. Okay, bei mir stehen auch einige Vorfälle. Also ich hätte Vorfälle. Schon gedacht, ich bin mit meinen 10 Verwarnungen, glaube ich, oder weniger schon 4, aber oha. Ich gucke mal, ob da irgendwas steht wegen Disqualifizierung hier. Ja, Pace Game hat... mehrere Strafen erhalten, steht da. Okay. Bei Googie wahrscheinlich auch. Ich sehe ihn gerade nicht, ja. Doch, mehrere Strafen erhalten, das war okay, dann war es einfach zu viel. Ja. Dann war es einfach zu viel. Egal, was du bekommst, du darfst, wie es aussieht, bloß... Ah, hier. Ah, ne. Mehrere Strafen erhalten, ja. So, wie schaut es jetzt aktuell aus? Achso, im Klassement, das können wir jetzt nicht sehen, weil das ja bloß ein einzelnes Rennen ist. Ja. Even, ich bedanke mich für das super Rennen. Du bist super gefahren, kann man nicht anders sagen. Ich meine, du bist von 5 auf 3 vorgefahren. Ja, das war ziemlich überraschend. Was willst du mehr? Ah, Platz 7 ist ja auch eigentlich perfekt gelaufen. Ja, ja, für das perfekt. Rennen, für das Rennen ist es aber... Ja, ich meine, dafür, dass ich die Strecke nicht kenne, aber ich glaube, ich wäre auch nicht schneller geworden. Gut, im Qualifying 1,19, aber das zählt da auch nicht. Wir haben jetzt 6 Punkte und du hast 15, das sind 21 Punkte, das ist okay. Ja, super eigentlich. Ja. Damit sollte man eigentlich auf der 1 stehen, was die Konstrukteure angeht. Und du hast auf jeden Fall deinen ersten Platz behauptet, würde ich mal behaupten wollen. Denke ich auch, ja, weil ja. Sind ja beide nicht da vorne. Ja, und Viper, okay. Der war auch nicht so weit vorne, oder? Ich glaube Platz 4, 5, 4. Okay. Auf jeden Fall, das kannst du auch in der Videobeschreibung sehen. Da ist nämlich die Excel-Datei verlinkt. Da kannst du mal gucken, wenn es dich interessieren sollte. Ich meine jetzt nicht dich, sondern die Zuschauer. Gut, ja, Even, ich würde sagen, freuen wir uns aufs nächstes Rennen. Hoffentlich genau. Mit einer besseren Strecke, aber zumindest die Chaotenstrecke ist schon mal raus. Gott sei Dank, ja. Es kann nur schlimmer werden. Nee, besser. Ja. Genau. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Und dann, ja, dir noch einen schönen Tag eben. Ja, gleichfalls. Bis denn. Tschaußen.